Einen wunderschönen Buongiorno. Wir befinden uns heute mal wieder in Zusee 3. Und zwar fahren wir heute, wie man hier am Führerstand vielleicht auch schon sieht, einen Taurus. Wir fahren, wie einige auch erkennen, von Celle nach Badowick hoch. Die Strecke habe ich Ihnen schon mal gezeigt, bis Badowick, ich glaube schon. Sind wir mit Renault, glaube ich, gefahren. Diesmal starten wir mal wieder unten in Celle. Wir fahren nämlich heute für den Fernverkehr, und zwar fahren wir den ÖBB Nightjet Nummer 490. Den übernehmen wir hier in Celle. Der Zuglauf, der startet ja eigentlich in Wien und führt dann über Passau, Regensburg, Nürnberg, Würzburg, Göttingen, Hannover bis nach Hamburg-Altona. Das heißt, wir haben auch auf der Fahrt keinen Halt. Den Halt in Hannover, der liegt hinter uns. Der nächste wäre Hamburg-Harburg, allerdings ist die Strecke dahin noch im Bau. Und ja, der Führerstand für die Siemens ES 64U2, also die Taurus der ersten Generation, ist das, glaube ich, der ist frisch erschienen. In HD, also vorher gab es auch schon einen, der war aber qualitativ nicht so hochwertig wie der. Der hat jetzt auch hier zu den Display-Integration, wunderschön, Ebola ist da. Auch schön hier mit Gerät draufgeknallt, so soll das sein. Und ja, mal sagen, nehmen wir gleich mal die Pause raus. Zeigen wir die Kiste mal von außen, schön ÖBB, hier hängen ein paar Sylt-Shuttle-Wagen dran. Da die deutschen, was ist das? Sind das alte Interrege oder alte Intercity-Wagen? Jedenfalls sind das alte Wagen, da hinten habe ich noch ein paar Schweizer Doppelstockwagen dran gehangen. Die weißen, da sind ein Texturversuch von mir, das habe ich noch nicht wieder korrigiert. Und ja, wir fahren Taurus. Schöne Lok. Dadurch, dass halt die Garnitur hier ein bisschen zusammengewürfelt ist, warte mal, wir fahren mit AFB. Die wollen wir schon haben. Und dann können wir auch hier mal anfahren. Und zuhören. Da klettert die Tonleiter hoch. Der schöne Taurus. Die SIFA drücken wir natürlich auch. Und ja. Wir fahren dann heute wunderbar. Hilfe. Bisschen was am Mikro noch umstellen hier. Das ist ein bisschen laut geworden. Oh. Sieht ein bisschen besser aus. Hoffe ich mal. Muss jetzt gerade mal in die Aufnahme reingucken, ob das halbwegs geht. Ich will euch auch nicht quälen, ich habe am Mikro was verändert. So, haben wir mal ein bisschen bearbeitet hier. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Ich habe den Ingame-Sound mal noch ein bisschen lauter gemacht. Hier wäre theoretisch eine Aufnahme in die LZB, allerdings aktuell ist hier in Zusee in Celle Baustelle. Was heißt, die LZB ist abgeschaltet, steht in der LA. Oder? Ja, da steht das alles drin. Ist ja hier wunderschön textlich mitgeliefert bei Zusee. Vormax ist 120, weil wir die Sylt-Shuttle-Wagen dran haben und nicht die richtigen Nachtzugwagen. Wie gesagt, die einzigen Nachtzugwagen, die es in Zusee aktuell gibt, sind die Doppelstock-Schlafwagen aus der Schweiz, die hier auch hinten dran hängen. Sonst wäre unser Vormax 160, weil das die Autotransportwagen sind. Die ÖBB hat das ja alles von der Deutschen Bahn übernommen. Also, was bei der ÖBB im Nightjet fährt, das ist das, was die alte City Nightline von der Deutschen Bahn war. Die alten Nachtzüge. Von daher ist es eigentlich kein großer Unterschied zu dem, was ihr damals rumfuhr, ne? Die Tröte haben sie verbaut. Haben wir mal die Kollegen da im Gleis gegrüßt. Rausgucken kann man auch. Dann gibt das hier heute eine gemächliche Fahrt mit 120. Hier sieht man nochmal alle Displays. Weil du kannst auch hier im Führerstand voll bedienen. Mauszeiger wird ja, glaube ich, mit aufgenommen.
Da steht die S-Bahn. Aktuell pünktlich. Ja, wir fahren Nightjet 490. Unsere Zuglänge ist 382 Meter. Wir haben 155 Bremshundertstel, sind 780 Tonnen schwer. Da kommt der Kollege vom Metronom und Türschließsystem SST. Weiß ich auch gar nicht, wofür das steht. Seiten, selektive, keine Ahnung. Und die schöne österreichische Stimme in der Sprachausgabe. Da rechts die Strecke der OHE. Und da sind wir in der LZW. Oh. Wollen wir mal gucken, was uns entgegenkommt. Ich habe hier im Zusehen nämlich so ein bisschen was bearbeitet. Also ich glaube, da kommt uns mindestens einer von entgegen. Ist nur eine Kleinigkeit, ist auch nicht final, aber ich finde so für die Optik ist das ganz nett. Habe übrigens den Fernverkehr angepasst aufs Fahrplanjahr 2020. Zumindest ein bisschen, also zusätzliche Züge habe ich nicht mit reingenommen. Ich will den Fahrplan nicht zerstören. Wobei, ich glaube, der Fahrplan hier hat am Platz ein Update, eine Optimierung bekommen. Kann sein, dass das rückgängig ist. Das müssen wir gerade mal nachgucken. Nicht, dass ich hier irgendeinen Käse erzähle. Kann ich das nochmal machen? Anderen Zug übernehmen ist das, glaube ich. Wenn ich den Reiter nehme. Fernverkehr Richtung Norden. Nö, ist nicht übernommen. Wir fahren immer noch. Das, was ich da eingetragen habe. Also, die IC-Linie 26 ist umgestellt auf ICE. Von Karlsruhe respektive Heidelberg oder Darmstadt über Frankfurt, Marburg, Dreiser, Kassel, Göttingen, Hannover nach Hamburg und dann weiter nach Stralsund oder Ostseebad Binz oder auch nur bis Hamburg. Einzig die Züge nach Westerland, die sind noch als IC unterwegs, aber da ist hier im Fahrplan glaube ich keiner drin. Die fahren alle mit ICET. Dann die Züge, wo hier im Fahrplan sind, habe ich, soweit es vernünftig möglich war, die Zugnummern angepasst und die fahren auch mit entsprechendem Fahrzeug. Das meiste ist immer noch ICE1, aber es fahren auch ein paar Züge mit dem 412. Und das war es eigentlich im Groben schon. Ich habe aber auch das Fahrplan, ja, vom Fahrplan selbst noch nicht angepasst, also deswegen steht da oben auch noch 2017. Und im Nahverkehr habe ich auch noch nichts gemacht, deswegen. Ich habe einfach nur mal für den Fernverkehr, weil ich wollte ein bisschen ICE4 rumfahren lassen, da habe ich gedacht, passen wir es gleich auf 2020 an, dass das halbwegs passt. Ah, Betriebsbahnhof Garsen. Man könnte natürlich hier auch mal ein bisschen den Fahrschalter zurücknehmen. Da verbraucht man ja die ganze Zeit hier Strom. Mit voll funktionierendem Displays. Ich finde, der Führerstand ist schön geworden.
Das ist eine Heißluftverordnungsanlage, soweit ich das jetzt sehen konnte, was da im Gleis lag. Oh, da ist ein LZB halt. Und die Vorschau ist tatsächlich gering, richtet die sich wirklich nach der Höchstgeschwindigkeit. Und ich weiß, die Taurus ist ja zugelassen auf 230. Das ist ja noch wirklich eine Universallok. Zwangsbremsung wäre jetzt schwer. Wir fahren ja Nachtzug mit Schlafwagen. Die sollen ja nicht gleich alle wach werden, auch wenn wir für die ÖBB fahren. Und der Nightjet eigentlich in Deutschland traditionell, soweit ich das so letztes Jahr beobachten konnte, immer Verspätung hat. Da gab es auch irgendein Video, hatte ich gesehen, mit den Verspätungsstatistiken. Da muss halt sagen, der Nightjet lag mit Abstand auf Platz 1. Da kam erstmal lange nichts und dann kam irgendein Intercity. Tja, Corona ist in der Zusi-Welt auch noch nicht angekommen. In der Umsi-Welt schon. Da gibt es ja auch ein paar schöne Mods. Aber in Zusi, da ist noch alles normal. Und ich sehe schon, wir haben ZS7. Geht ja schon wieder geil los hier. Also mal wieder Fahrt auf besonderen Auftrag. LZB mit AFB kriegt den Zug auch ohne Eingreifen gebremst. Zumindest bis 50 km/h. Bremst du? Hören wir nochmal die Tonleiter. So. Na, da wissen wir, wir kommen bis etwa 50 km/h. Ab da müssen wir selbst bremsen. AFB nutzt ja meistens die E-Bremse. Und die nimmt bei niedrigeren Geschwindigkeiten halt von der Wirkung her ab. Da sieht man auch unseren schönen Stromverbrauch. Ich finde es nur lustig, dass wir rechts im Display einen anderen Stromverbrauch haben als im Ebola, aber naja. Ich finde es auch lustig, dass der Ebola, den ich hier extern offen habe, einen anderen Stromverbrauch zeigt als der Zusi-Display integriert im Führerstand. Weil im Führerstand stimmt er überein, der sagt 314, bei mir sagt er 394. Nur die Rückspeisung, die ist identisch. Oh,
Wir haben auch schon sang- und klanglos 4 Minuten Verspätung. Kann aber auch sein, dass der Fahrplan für 160 km/h ist. Aber kannst du ja nicht fahren, wenn du nicht die passenden Autotransportwagen hast. Die Wagen, die hinten dran hängen, die Personenwagen, die sind ja auch für 200 zugelassen. Dann nutzen wir mal den Roadrunner. Die LZB hat es ja schon wieder freigegeben, aber leider gilt das nur unter EDCS, dass man dann auch wieder Gas geben kann. Hier müssen wir weiterhin die 400 Meter freifahren. Hier sieht man mal den Zugschluss. Ja, wir dürfen ja auch wieder Gas geben. Weiß gar nicht. Eigentlich müsste der ja funktionieren, aber ich habe eben gar nichts gehört. Ich wollte nehmen, weil wir fast 400 Meter lang sind. Da passt das. Und hier ist mal wieder die Brücke. An der Weiche ist der ICE zerschellt. Und dann sind wir wieder vorbei. Ich weiß gar nicht, was unsere Fahrzeit im Endeffekt ist, weil wenn der Fahrplan wirklich für 160 gemacht ist, dann ist es unmöglich, den zu halten mit dem Gatzug hier. Ich meine, man könnte ja sagen, fahr doch schneller, aber Zugdaten sind ja eingegeben. V-Max ist 120. Da lässt mich auch die AFB nicht schneller. Und die LZB auch nicht. Ist ja auch richtig so.
Doch, Gegenverkehr kam bis jetzt noch relativ wenig. Außer der Metronom war da ja noch gar nicht. Wir haben es ja auch noch relativ früh, aber naja. Wir haben es anscheinend auch Montag. 17.07.17. Sifa. Na, da kommt auch gleich schon Unterlüss. Ja, aktuell alles ruhig. Passiert ja nicht wirklich was. Mich wundert, dass eigentlich so wenig los ist auf der Strecke. Dafür ist die Strecke nicht bekannt. Nicht umsonst möchte die DB ja gerne hier vernünftig ausbauen und wird dadurch von so einem Idioten-Debattierverein gehindert. Da könnte man eigentlich auch mal ein paar warme Worte zulassen. Das ist ja wirklich so, hier oben im Norden speziell die Strecke, das ist halt wirklich so das Paradebeispiel, warum man am liebsten, was so Sachen Infrastrukturausbau, diese Bürgerinitiativen mal in ihren Rechten einschränken sollte. Also was die hier für einen Scheißdreck vorschlagen zu Deutsch, das ist halt nicht mehr feierlich. Meiner Meinung nach einfach die Y-Trasse umsetzen, 300 km/h Trasse von Hannover nach Hamburg, Problem gelöst. ICE, schneller Nahverkehr hat Platz, Güterverkehr hat Platz. Das ist starke Schiene und das ist auch das, was die Deutsche Bahn gerne hätte. Zumal die Trasse ja eh in Verkehrswegekombination mit der A7 gebaut werden würde, was dann auch, finde ich, den Naturschutz nicht beeinträchtigt, weil ob ich jetzt noch zwei Gleise neben der Autobahn liegen habe oder nicht, das ist dann auch egal.
zumal es, glaube ich, der Umwelt besser tut und auch der Lüneburger Heide und was hier nicht all ist, wenn da, was weiß ich, 300 Leute mit dem ICE durchknattern als 300 Autos. Siehe Frankfurt-Köln, da ist der ICE das schnellste Verkehrsmittel. Da tut's mir mal. Ich bin jetzt hier gerade auch mal die ganze Zeit mit möglichst maximal Geschwindigkeit gefahren. Da machen wir noch mehr Verspätung. Also, so mit dieser Garnitur ist der Fahrplan hier nicht haltbar. Da ist ein Mitarbeiter von, weiß ich gar nicht, was der da macht. Bisschen Signal anstarren. Ist wahrscheinlich hier auch nach dem Regelwerk, wo damals das zu den elektrisch ortsgestellten Weichen da rauskam, mit die Fremdkörper zwischen Zunge und Backenschienen lassen sich durch Hinsehen entfernen. Das war auch eine schöne Formulierung. So. Jetzt sind wir auch bald schon wieder eine halbe Stunde unterwegs. Und wir haben vielleicht die Hälfte. Man muss halt sagen, auch das Streckennetz hier ist auf eine beachtliche Größe rangewachsen. Früher. Da bestand das hier. Oder erstmals in den Datenstand in den offiziellen Stand kam, da waren hier, glaube ich, 3 Module oder so. Unterlüß, Klein-Südstädte und Suderburg. Also das hier ist der, wo wir hier gerade fahren, da ist das ganze Netz hier entstanden. Dann wurde in beide Richtungen ausgebaut. Zuerst kam Uelzen, dann in großen Stücken Richtung Lehrte und dann jetzt bis Badowick. Wäre auch schön, wenn hier nochmal ein Zug entgegenkommen würde, aber die machen wohl all Corona-Pause, weiß ich nicht. Man muss aber halt auch sagen, fahrplanmäßig ist tatsächlich in die Richtung morgens gar nicht so viel los. Zumindest in diesem Fahrplan hier. Und da ist der nächste Mitarbeiter. Die nächsten zwei. Durchfahrt in Suderburg. Eine Dreigleise hat der Bahnhof.
Ja. Nächster Bahnhof wäre dann Uelzen. Und dann geht's weiter Richtung Lüneburg. Lüneburg bis Stelle hat ja schon ein drittes Gleis. Und aufgrund dessen, dass die hier alles debattieren, wie man hier die Kapazitäten erweitert, ist da ein bisschen lang weiter auch da nichts mehr passiert. Das dritte Gleis da ist auch mehr als suboptimal, weil im Prinzip ist der aktuelle Betriebskonzept Richtung Hamburg ein Gleis und Richtung Lüneburg zwei Gleise. Das hilft dann auch nicht bei der Kapazitätenerweiterung. Das ist nur vielleicht für diese kleine Stelle da ein bisschen Entspannung. Immer wieder schön zum Ansehen der Nightjet. Eine freie Kamera gibt es leider nicht. Auch mit Autos beladen. Ich meine, natürlich, hier steht auch Deutsche Bahn dran. Das ist eigentlich ein Zug von der ÖBB. Das sind auch deutsche Wagen. DB Fernverkehr AG, Standort Sylt. Seht ihr vielleicht auch, es gibt ja auch welche, da steht dick und fett Sylt Shuttle drauf, aber ich glaube, das haben sie dann doch nicht hier dran gehangen. Auch eine schöne Perspektive. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weiß ich gar nicht, wofür das steht. Sub ausgeschaltet. Was ich auch unbedingt mal testen will, ist den 412er von hier auf da von Warburg, beziehungsweise von Kassel Richtung Warburg. Da ist ja GNT drauf, also Neigetechnik. Und da ich den Führerstand ja einfach mal klangheimlich vom ICET geklaut habe, ist die Neigetechnik-Beeinflussungssystem da natürlich auch noch drin. War mir dann halt so blöd, das rauszunehmen, weil mir ist im Zuse jetzt überhaupt kein Einsatz vom ICE4 bekannt, wo man das irgendwo mal merken würde. Aber
Mich mal würde mal interessieren, was er macht, weil das Display ist ja nicht mehr vom 412er. Weil der ICE4 natürlich schneller ist. Das Display ist nicht mehr vom 411er. Der 412er ist schneller. Vom 412er gibt es leider keine Displays. Machen wir Platz hier am Bahnsteig. Alle schön hinterm Streifen. Da rattern wir doch gerne durch. Eigentlich dachte ich, man sieht mal was von den schönen Umbauten. Ich habe nämlich die ICE-Flotte ein bisschen umtexturiert. Aber hier kommt ja nichts entgegen. Jetzt sind wir schon durch Uelzen durch. Rechts das Metronomwerk. Nächster Bahnhof ist dann Bad Bevensen. Übrigens, seitdem die ICE Linie 26 existiert. Wann war denn das Fahrplanwechsel? 2018 oder 2019? Ich glaube 2018. Ja, muss 2018 gewesen sein. Da ist dann Bad Bevensen ICE-System halt geworden. Da freuen sie sich natürlich. Als kleines Dorf. Sifa. Ach, Gegenverkehr ist heute wirklich mau. Wer weiß, vielleicht haben wir einfach nur eine geile Zeit erwischt, wo hier Verkehrslücke ist. Das hier war, glaube ich, früher mal Bahnhof, wo wir hier gerade durch sind. Da sieht man noch die Quertragwerke. War so ein dreigleisiger. Ja, hier auch. Quertragwerke sind noch da. Der Oberbau im Prinzip auch. Fehlen nur die Gleise. Wunderbar, immer alles angedeutet hier in Susi. Sifa. Ich bin ja mal gespannt. Die Deutsche Bahn möchte ja auch gerne in Frankfurt am Hauptbahnhof ein bisschen bauen. Zuerst soll jetzt in ein paar Jahren, wollen sie glaube ich, da mal anfangen, die B-Ebene umzubauen. Oder und ja doch, wollen anfangen, die B-Ebene umzubauen. Muss ich halt ehrlich sagen, finde ich auch sinnvoll. Die ist nämlich ziemlich weitläufig. Da ist es, vor allem wenn man nicht von hier ist, doch sehr schwierig, die Orientierung zu behalten.
Aber vor allem bekommt Frankfurt wohl einen neuen Fernverkehrstunnel. Für, ja, den Fernverkehr halt, weil der alte Kopfbahnhof, der ist halt überlastet. Wir haben ja schon zwei oder drei Linien, die den Hauptbahnhof überhaupt nicht mehr anfahren, weil einfach keine Kapazität mehr da ist. Und deswegen ist das schon eine gute Sache. Weil im Gegensatz zum Tunnelbahnhofprojekt da in Stuttgart ist der Fernverkehrstunnel ja ein Zusatz und kein Ersatz. Und dahingehend ist das, finde ich, positiv zu bewerten. Stuttgart 21 ist wieder so eine andere Sache. Ich meine, soweit ich weiß, haben sie den Bahnsteig auch so schepp gebaut, wenn du dann einen Kinderwagen hinstellst, rollt er erstmal ins Tal hinab. Wie auf der Achterbahn. Aber werden sich schon nichts bei gedacht haben. Das hier ist Bad Bevensen. Hier dann auch der Personenhalt. Da Fahrdienstleiterstellwerk. Nächster Bahnhof wäre dann Dienenbüttel. Ja, im Gegensatz zu der Strecke im Original Train Simulator stimmt auch hier die Geschwindigkeit. Im Train Simulator ballert er hier, glaube ich, ständig irgendwo 140er Zonen rein, wo keine sind. Das Ding ist ja durchgehend 200 km/h befahrbar, bis auf Celle, Uelzen und Lüneburg. Okay. War das gerade ein Soundfehler? Egal. Ja, das ist auch so mies. Ohrwürmer sind schon belastend, aber das Wort egal nicht mehr normal aussprechen zu können, das ist hart. Ja, mittlerweile haben es dann auch 8.
42 Minuten geht die Aufnahme schon, plus, was waren das am Anfang, bestimmt auch ein, zwei Minuten. Also kann man sagen, etwa 45 Minuten sind wir schon unterwegs. Mittlerweile auch bei 10 Minuten Verspätung. Aber das lässt sich hier so nicht ändern, da brauchst du einen anderen Fuhrpark. Den gibt's in Zusi noch nicht. Gibt dann bestimmt wieder Abzug in der B-Note. Ja, Siva. Beruhig dich. Und jetzt kommt Bienenbüttel. Was sehe ich da? Kommt mal was entgegen. Hier steht nur 120 und nur 101. Da steht ein Metronom. Mit Vectron davor. Vielleicht hat sich ja auch der Fahrplan wieder zugefahren. Falls ja, haben wir einen Schuldigen gefunden. Das war die 120 und die 101. Das sieht ja aus, als wenn sich jeder Fahrplan in die Gegenrichtung zugefahren hat. Da stehen nämlich die ganzen Gegenzüge, die eigentlich kommen sollen. Da steht ein 412. Ach, da haben wir doch die Schuldigen gefunden. Wie gesagt, designmäßig muss man noch ein bisschen überarbeiten. Die bekommen jetzt alle ein bisschen grünen Streifen bekommen. Sind ja neuerdings im Klimaschützer-Design unterwegs. Da wissen wir ja, wer hier wieder schuldig ist. Siva. Ja, Siva. Mal gucken, ob man das Lokzugding da vorne mal entfernt. Im Fahrplan, ob es dann läuft. Ja, da steht der Nächste. Nur schön, dass das nicht in unsere Richtung ist. ICET. Der ist auch vollständig grün. Jetzt gibt es eine schöne bunte Fahrzeugshow. Die stehen jetzt hier nämlich alle aufgereiht. Ich hoffe nur, bei Badovik stehen die noch nicht ineinander, weil die da ja gespawnt werden. Oder wie man in Zusi sagt, aufgegleist. Hätte ich jetzt Zugfunk, würde ich mal einen Fahrdienstleiter fragen, ob er da seinen Kaffee fertig getrunken hat und davon nochmal eine Ausfahrt gibt. Da steht der Nächste. Das hat aber auch nichts mit dem zu tun, was ich hier rumgefriegelt habe. Hat er vorher auch schon gehabt, nur ich wusste nicht, welcher Zug dran schuld ist. Da steht ein Lind.
Jetzt fahren wir durch Deutsch-Ewern. Da steht auch mal wieder ein Metronom. Naja, solange das nicht in unsere Richtung ist, ist er halb so wild. Da steht der nächste. Kann man schon mal tippen. Ich würde sagen ICE. Und was ist es für einer? Das ist ein ICE 1. Oder? Das ist ein 2, das ist ein 1er. Schön, der Triebwagen grün. Deutschlands schnellster Klimaschützer, ist ein 2er ICE. Steuerwagen auch grün. LZB gibt die 110 von Lüneburg, die da irgendwie für 300 Meter in der Kurve liegen. Susi kann man aber auch darauf vertrauen, dass das auch stimmt. Sifa. Und da steht wieder ein Zug. Was haben wir jetzt? Kann es noch nicht so recht erkennen. IC sieht das aus. Sieht aus wie ein Intercity. Nein, das ist der Interregio Express, ebenfalls ein Taurus. Der fährt von Hamburg nach Berlin über Uelzen. Ja, die haben heute noch eine lange Fahrt. Die bleiben nämlich da. Doch, Einfahrt Lüneburg. Oh, was steht da? Da steht noch ein IC. Ist diesmal ein IC 1. Das ist das Buckelrestaurant, siehst du. Da ist Deutschlands schnellster Klimaschützer. Haben wir eh die 110 drauf. Und da steht ein Intercity. Jetzt haben sie aber auch gleich geschafft. Schöne 101 vorne. Haben wir inzwischen 11 Minuten Verspätung. Und da steht der Metronom. Ja, das hat sich hier alles wunderschön zugefahren. Da haben wir es doch dann gleich geschafft. Hier ist auch schon die Dreigleisigkeit. Links ETCS Level 2 vorinstalliert. Und dann kann man hier doch schon mal wunderschön geradeaus fahren, bis wir hier fertig sind. Und da gibt die LZB schon den Halt vor. Da müssen sie ja eigentlich auf zwei Gleisen geparkt stehen. Allerdings, der Fahrplan ist auch noch relativ früh, der beginnt erst um 4. Weiß ich noch nicht, ob schon so viele Züge nachgespawnt sind, hier steht nämlich keiner mehr. Dann muss man mal gucken, woran das liegt. Das lässt sich aber beheben.
dass der hier so spinnt. Jedenfalls das Rätsel der Gegenzüge ist gelöst. Und Bardovik nähert sich. In Zukunft geht es dann hier weiter über... Was kommt denn hier als nächstes? Weiß ich gar nicht. Richtung Stelle und dann Maschen nach Hamburg-Harburg. Bis dahin ist die Strecke aktuell auch im Bau. Da steht ein Metronom noch. Aber der fährt. So, und da vorne sind wir auch schon fertig dann für heute. Dann bremsen wir jetzt mal wieder manuell mit rein hier. So, wunderbar. Die schöne Trax. Trax, Taurus. So, Ergebnis 100%. So wollen wir das doch haben. Hier unseren ZS7. Wenn nur einer drin ist und nicht wie auf dieser einen IC-Fahrt, einer nach dem anderen, ist das auch mal witzig. Na. Dann. Das finde ich auch immer interessant. Wir hätten in dem Fall jetzt hier 100 Kilo Kohle verbraucht. Aber, na, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!